Hey und herzlich willkommen zu Part 25 der Disney Legacy Challenge. In diesem Part werden wir uns nach einem Welpen für Bella umschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sind zurück bei unserer Lieblingsfamilie Frost. Ich weiß nicht mehr, wo wir letztes Mal aufgehört haben, aber ich stelle fest, hier liegt auf jeden Fall Müll. Den werden wir mal fix entfernen und Elsa hat das Bedürfnis, nachts um eins noch etwas aufzuräumen, also da werden wir sie nicht stören dabei. Die Kiddies sind halbwegs brav im Bett. Zumindest der Älteste davon ist vernünftig und ist im Bett. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht mehr viel zu erleben. Dann lassen wir die doch mal alle schlafen und warten bis zum nächsten Morgen. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Es ist 6 Uhr morgens und Bella ist anscheinend eine Frühaufsteherin und möchte gleich morgens ihre Mama um Rat bitten. Na, dann warten wir doch mal, was sie von uns will. Nicht klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Übung macht den Meister, mein Fräulein. Oh, ihr habt alle ganz doll Hunger. Deshalb macht Mama jetzt mal was zum Frühstück. Und zwar Frühstücksallerlei. Nein, wir grillen jetzt nichts. Elsa ist ein großer Grillfan. Och nö. Geht du... Gut, dann lassen wir doch einfach mal alle das machen, was sie möchten. Er macht freiwillig Hausaufgaben. Olaf, du bist zu... Er macht Zusatzaufgaben freiwillig. Ich bin begeistert. Oh, hier haben wir ja noch nicht viel dran gearbeitet. Da werden wir heute dran arbeiten, Olaf. Da werden wir heute dran arbeiten. Und er muss hier mal noch Freundschaften schließen. Stimmt, der wollte ja eigentlich Liebling der Massen werden. Ups, das habe ich voll vergessen. Er hat nämlich noch genau 0 Freunde. Kennt er seine Cousine gar nicht? Nö, kennt er nicht. Seine Tante kennt er auch nicht. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber mein Freund, raus aus den Federn. Du isst am besten auch noch kurz was. Ah, sie hat wenigstens für alle gekocht. Dann gibt's jetzt Würstchen und Bohnen zum Frühstück. Warum nicht? Engländisches Frühstück heute Morgen. Auch nicht schlecht. Hast du denn deine Hausaufgaben gemacht? Ja. Sieht so aus. Na dann. Ach, guck mal, sie räumt so. Also heute sind meine Sims sehr handsam. Sie räumen alles auf, machen Hausaufgabe. Er grinst. Es scheint ihm zu schmecken. Gibt aber auch schlimmere Orte, um sein Frühstück zu genießen, als auf der Terrasse draußen. Er hat auch Hunger und sie geht pullern. Dann könntest du dich eigentlich mal um deinen Garten kümmern. Kümmer dich mal. Und hier machen wir auch nochmal mega verkauft, dass auch wirklich alles mega verkauft wird. Yippie. Vielleicht gestalten wir heute den Garten nochmal etwas um. Ich möchte nämlich das hier mal ein bisschen sortieren und hier auch mal eine Umzäunung drum machen. Aber ich glaube, Zäune sind ziemlich expensive. Oh, hier glänzt ja alles. Glitzer. Weiterentwickeln. Und supi. Es sind auch schon alle in die Schule gegangen. Du lernst jetzt mal ein paar Freunde kennen, bitte. Und du lernst fleißig. Hast du halt keine Arbeit, oder? Nein, morgen hat Fry. Ja, cooli. Was ich heute auch noch machen möchte. Eine liebe Zuschauerin hat vorgeschlagen, dass wir doch der Bella einen kleinen Welpen holen könnten.
Das finde ich sehr cool. Das werden wir heute machen. Damit werden wir sie überraschen, wenn sie von der Schule heimkommt. Eigentlich könnte sich die Elsa schon mal ein paar zur Auswahl bestellen. Kann man das so sagen? Wo mache ich denn das? Ah, Haushalt, adoptieren, Hund adoptieren. Jetzt suchen wir mal ein Pudel. Nee, irischer Wolfshund. Das sah aus wie ein Pudel, oder? Also. Die Ellie ist ja süß. Oder Fifi. Opie. Jaden. Ich finde die Rose voll süß. Ich glaube, die und die Ellie gucken wir uns mal an. Welche uns besser zusagt und welche uns mehr mag. Da kommt er ja auch schon. Er ruft uns an. Schummeln beim Test. Oh je. Olaf wurde heute dabei erwischt, wie er während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte. Sehr klug angestellt, Olaf. Er wurde ins Sekretariat geschickt. Ja, nicht bestanden, war. Wenn man schummelt, kriegt man eine 6. Das ist die Rose. Wo ist die andere? Was ist denn jetzt los? Der Direktor startet der Klasse von Bella heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Bella sich entschieden, sie. Ach, das schon wieder. Ignorieren ist immer das Beste. So. Die sind ja beide wirklich zuckersüß. Stell dich mal vor, du musst jetzt eine Auswahl treffen, liebe Elsa. Du musst einen Welpen für deine Tochter finden. Oh, wie sie guckt. Oh Gott, die sind beide richtig zuckersüß. Wie soll ich mich da entscheiden? Lernen sie mal kennen, was sie für Eigenschaften hat. Und sie hier auch. Oh. Rose ist treu. Können Sie bitte weggehen? Ich möchte den Hund kennenlernen. Jägerin. Auch ganz cool. Fremde Gefahr. Ach komm. Nur wegen dem Mann? Oh. Oh. Was macht sie? Sie bellt die Badewanne an. Rose ist klug. Das sind schon mal richtig gute Eigenschaften. Was noch? Laut. Das ist weniger gut. Aber, oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Wir können nicht beide nehmen, oder? Ah, okay, sie ist unabhängig wohl rauslassen. Gegen unabhängigen Hund. Ich kann mich nicht entscheiden. Och, guck mal, wie sie da einfach liegt. Aber sie ist auch zuckersüß. Was tun? Was sollen wir tun? Okay, aber vom Freundschaftslevel her hat sie eindeutig mehr. Ich bin echt kurz davor, einfach beide zu nehmen. Aber zwei Hunde. Nee, zwei Hunde können wir uns nicht antun. Kann ich mir nicht antun. Nee, also, wir adoptieren sie. Ich glaube, sie ist weniger anstrengend. Möchtest du dieses Tier wirklich adoptieren? Ja. Nennen wir sie Rose? Eigentlich sind wir in der Disney Legacy Challenge. Das heißt, wir könnten sie auch Susie nennen.
Wie findet ihr das? Susi und vielleicht irgendwann später mal noch einen Strolch. Och Mann, aber sie ist auch mega süß. Oh. Wer weiß, ob sie in gute Hände kommt, wenn ich sie jetzt nicht adoptiere. Wisst ihr was? Wir adoptieren sie auch. Oh je. Ob das eine gute Idee ist. Egal. Egal. Ich kann sie jetzt nicht gehen lassen. Hallo? Ich möchte dich adoptieren. Was ist jetzt los? Kann ich nur einen adoptieren? Der Hund ist weg. Der Hund ist weg. Ich wollte doch beide haben. Hallo. Was passiert denn jetzt? Geht er jetzt? Stopp. Stop it. Oh Mann. Na gut, dann soll es wohl einfach nicht sein. Ich hätte jetzt wirklich beide genommen, aber dann haben wir jetzt halt nur einen Welpen. Oh, wir haben ja noch gar keine Sachen für einen Hund. Das ändern wir schnell. We need. What do we need? We need a Futternapf. Dann nehmen wir den hier, den finde ich am schönsten. Und zwar, wo stellen wir den denn hin? Hier draußen ist auch assi. Deine Staffelei muss weichen. Aber kein Platz. Dann stellen wir sie raus. So. Kriegt die kleine Susi hier ihr Reich. Einmal hier den Futternapf. Oh, das Bett finde ich mega süß. Das könnten wir hier so neben das Sofa stellen. Und dann kriegt sie natürlich noch eins bei. Wie umstelle ich es denn? So. Dann kriegt sie natürlich noch ein Bettchen bei. Ja. Mein Hirn arbeitet gerade nicht. Bei Bella. Was ist nur los? So, dann brauchen wir noch ein bisschen Spielzeug. Dann nehmen wir am besten hier so eine Truhe. Oh. Nein, in die Wand muss sie dann doch nicht. So, hier. Was ist das? Auch eine Kiste. Und wenn sie dann mal größer ist, können wir noch so Hindernisstangen und so kaufen. Das finde ich mega cool. Ich habe nämlich noch nie eigentlich, Oh, das sieht ja auch cool aus. Nee. Ich habe nämlich noch nie so wirklich mit einem Hund gespielt, fällt mir gerade ein. Platzdeckchen. Ach, das ist süß. Dann nehmen wir den Move-Objects rein. Können wir das auch unter die Dinge. Und zack. Gibt es auch in anderen Farben. In rosa. Den gibt es auch in rosa. Rosa. Den gibt es nicht in rosa. Nee, schwarz sieht nicht so gut aus. Aber das passt besser zu unserer Einrichtung. Was gibt es hier noch? Ein Baum. Sieht aber nicht so cool aus. Das sieht nicht cool aus. Ja, gut. Ich glaube, das reicht dann auch, oder? Die Tiersnacks könnten wir noch aufstellen. Ist das hier hin? Wobei sie dann keine Arbeitsfläche mehr haben, oder? Ah, doch. Aber stellen wir es lieber. Oh, das nervt mich so, dass man das nicht gescheit platzieren kann. Was ist das?
Ja, das sieht doch cool aus, oder? Oder was meint ihr? Was ich mir auch schon überlegt hatte, was mir gerade random einfällt. Es gibt doch dieses... Boah, wo ist denn das dabei? Dieses Ausgangssperre-Brett-Dingens-Kirchens. Meinst du das Pinrand? Ausgang... Nee. Das ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist das bei dem Family-Paket dabei. Und zwar... Elternfreuden. Familienpinnwand, so heißt das Ding. Das möchte ich. Das hängen wir... Hier hin. Das ist auch noch ein schön. Ja, das sieht doch cool aus, oder? Wobei wir das auch in den Flur hängen könnten. Das ist eh noch nichts. Ja, hier passt das doch hin. Den können wir eigentlich auch mal wegmachen. Und dafür dann noch einen Stuhl. Ups. Jetzt haben wir aber alle Umbaumaßnahmen getätigt, oder? Ach so, bei Bella wollte ich ja auch noch ein Bettchen, wobei das auch noch warten kann, weil ich glaube, der Welpe kann noch gar keine Treppen laufen. Also lassen wir das jetzt einfach mal so. Dann kann die Elsa ihr gleich mal was zum Fressen geben. Sie hat Hunger. Oh nee. Elsa hat soeben mit Susi Freundschaft geschlossen. Ich liebe sie jetzt schon. Ich liebe sie. Was tut sie? Keine Zettel hinterlassen. Ausgangssperre verhängen. Ja, ab 21 Uhr sollen sie daheim sein. Die Burschen. Burschen und das Mädel. Tada! Bin mal gespannt, ob sie sich dran halten. So, Madame, dann malst du jetzt mal noch ein bisschen, damit wir nachher noch den Garten umgestalten können. Bella ist daheim. Ja, das ist gar nicht schlimm, dass du angespannt bist, denn guck mal, was dich erwartet. Guck mal. Olaf ist todtraurig, warum auch immer. Harter Schultag gewesen vielleicht. Oh, sie ist sehr begeistert. Oh nein, warum guckt er so? Ich finde das so geil, wenn die Teenager einfach so rumlaufen. So null Bock, total genervt. Niedliches Tier hochheben. Oh. Cutie. Und schon haben sie Freundschaft geschlossen. Das finde ich toll. Ich möchte sie auch knuddeln. Ich möchte sie knuddeln. Okay, die zwei verstehen sich gut. Macht sie überhaupt schon was mit dem Ball? Ich glaube nicht, erst wenn sie größer ist. Oh, cute. Oh, sie nimmt sie gleich wieder in den Arm und schätzt sie wieder hin. Ein Lied bitten. Oh mein Gott, oh Mann. Ach Gottchen, ist sie süß. Ist sie süß. Sie kann sogar schon Befehle bei Fuß.
Jetzt ist sie raus. Tiererziehung. Juhu. Oh, sie bellt die Dinge an. Du siehst ein kluger Hund. Warum ist denn die Musik so laut? Bitte sie mal, das Geschäft zu erledigen. Laute Musik, weil laute Musik, du blass das Trommelfell, das kenne ich gar nicht. Ach so, das macht er. Er hört laute Musik. Aha. Witzig. So, dann kannst du das gleich mal noch aufwischen. Merci. Susi ist eine treue Hündin. Am liebsten ist sie in der Nähe von Frauchen oder Herrchen. Gut, was machst du denn jetzt hier? Hallo, Fräulein. Fräulein, das dulden wir hier aber nicht. Bestrafen, Auszeit. So. Und... Ja, eigentlich hätte ich selber aufräumen müssen, aber okay. Stinkst du so? Nö. Na. Auszeit. Ach so. Ach cool, das wusste ich gar nicht. Ja, dann kannst du das auch einmal aufräumen, wenn du eine Auszeit hattest. Du hast fertig gemalt. Das finde ich supi. Und dann würde ich sagen, das Geld sollte hoffentlich reichen für einen Zaun und noch ein paar Sachen. Dann gestalte ich das mal kurz um und wir sehen uns gleich wieder. So, es hat leider nicht ganz gereicht für den kompletten Garten, aber jetzt haben wir es halt einfach mal so eingezäunt. Das können wir ja dann noch erweitern, wenn wir wieder mehr Geld haben. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal ihren Gemüse- und Obstgarten sortiert und eingezäunt. Also das ist jetzt komplett ihr Reich. Irgendwann möchte ich da mal noch Sprenkleranlagen reinbauen, wenn wir mal wieder ein bisschen flüssiger sind. Und ansonsten hat es eigentlich nur noch gereicht, hier eine Bank hinzustellen und ja, die Hecke und der Zaun. It's really expensive, you know. Aber ich finde es schön. Sieht doch jetzt echt... kann sich sehen lassen, finde ich. Wenn man bedenkt, dass wir auf diesem Grundstück mit gar nichts gestartet haben, sieht das jetzt doch schon recht ansehnlich aus, finde ich. Ja, doch, ich bin zufrieden. Und der Hund hat auf jeden Fall mal einen riesigen Garten zum Spielen, wenn er größer ist. So viel steht fest. So, dann gucken wir mal. Nein, das ist doch schlecht. Warum essen denn die Sims immer ekelhafte Sachen? Räum's auf. Wer ruft dich an? Oh, Max. Ja, zu spät. I'm sorry. I'm so sorry. Okay, jetzt haben eigentlich alle etwas Hunger. Dann kann auch der Papi sich mal an den Grill begeben und Schaschlik machen. Für mich bitte auch eine Portion. Danke. So. Ah, ich finde ihn so süß. Guckt ihn euch an. So, was macht er? Chips essen. Ich glaub's ja nicht. Hör auf. Du kannst gerne... Hat er die schon? Kittys machen immer freiwillig ihre Hausaufgaben. Was macht er? Blumen gießen. Ja, wenn es ihm Spaß macht. Aber deine Hausaufgaben musst du auch noch machen. Oh je, so macht man das aber nicht. Oh, wie cool, das sieht man sogar die Schaschlikspieße. Tada, das sieht sehr gut aus morgen. Das hast du sehr gut gemacht. Hier fehlt noch ein Stuhl, dass wir alle essen können. Ich will ja, dass die ganze Family zusammen essen kann. Den stellen wir hier hin. Geht das? So. Und dann rufen wir alle zum Essen. Zum Essen rufen. Gucken, ob das klappt.
Kommt alle zum Essen. Nein, wir essen doch draußen. Na. Seid ihr denn alle komplett doof? Hat er nicht gemacht. So ein Ekel. Ah, Susi kommt auch. Ach, wie schön. Ein lauer Sommerabend mit der Familie essen. Dann iss halt deine Chips, wenn dir das besser schmeckt. Kannst du mal duschen gehen, Junge? Du stinkst. Wonderful. Du kannst nicht nackt baden, wenn Kinder in der Nähe sind. Nimm Rücksicht. Dann geht ihr zwei doch einfach mal noch eine Runde schwimmen, so zum Abend ausklingen lassen. Und du hast ja deine Hausaufgaben schon gemacht, gell? Jetzt, yes, dann darfst du ein bisschen Fernsehen. Achso, er hat jetzt ja einen Freund kennengelernt, gell? Der liebe Jonas. Dann plauder doch mal ein bisschen mit dem. Ach, wie nett. Die Alice möchte mit ihrer Tante in eine Oper gehen. Ja, warum eigentlich nicht? Das tut Elsa bestimmt auch mal wieder gut. Oh, aber nicht in deinem Hochzeitskleid. Ich glaube, da bist du ein bisschen overdressed. Ein bisschen. Wir ziehen dir einfach... Ja, das tut's doch, oder? Die Oper. Ja. Das sieht doch schick aus. Ich wünsche dir viel Spaß. Grüß Ellie von mir. Die Alice. Ah, sie hat sie sogar auf ihr Bettchen gelegt. Oh mein Gott. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich würde sie gerade selber adoptieren. So. Du Stinkebär. Gehst bitte duschen, wenn du mit deinen Aufgaben fertig bist. Sie braucht ein bisschen Spaß. Das heißt, sie kann eigentlich ein bisschen tanzen. So, dann sind eigentlich alle beschäftigt. Was hat er? Beförderungssorge. Ja, dann streng dich halt mal ein bisschen an und mach eine wissenschaftliche Abhandlung. Wie wäre es... Karriere. Nein, nee, nein. Der Job passt schon ganz gut zu ihm. Oh, jetzt finde ich es wieder nicht. Karriere, Bildungswesen, Karriere, wirtschaftliche Abhandlung. Er ist schon ins Bett gegangen. Na gut, wenn er müde ist. Sie tanzt noch ein bisschen. Die Opas, die sieben Butler waren nett, aber ich würde sie nicht meinen Freunden empfehlen. Am Ende wäre ich fast eingeschlafen. Ja, okay. Aber du warst mal wieder ein bisschen unterwegs mit deiner Nichte, ist das, glaube ich, oder? Sieht man das hier? Nichte. Das ist die Nichte. So, Fräulein. Du kannst dann eigentlich auch ins Bett gehen, denn morgen ist ja wieder Schule. Sie geht auch ins Bett. Ja, dann sind eigentlich alle verräumt. Er spielt nur ein bisschen. Ah. Auf dem Barteppich. Der sieht aber auch flauschig aus. Meine Katze liegt auch immer auf dem Barteppich und schläft dort. Ah, cute. Okay. Ich würde sagen, mit diesen sehr fröhlich aussehenden Tanzmoves beenden wir dann auch den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr mögt Susi. Ich finde sie einfach nur zuckergoldig süß. Schade, dass wir den zweiten nicht auch noch adoptieren konnten. Aber wahrscheinlich besser so. Sonst wäre ich wahrscheinlich ein bisschen durchgedreht, wenn hier zwei pinkelnde, stinkende Hunde rumlaufen würden. Aber vielleicht holen wir uns ja mal noch einen.
Also, falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!